Hallo Riot, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Marvin und heute dreht sich alles um die Motorradneuheiten 2021. Ich möchte euch einen Überblick über alles Bekannte und noch Kommende geben, inklusive bekannter Termine. Jetzt geht's los. Jedes Jahr um diese Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema und bin immer voller Vorfreude, was es Neues geben wird. In diesem Jahr ist das dank Corona alles etwas anders. Ich gehe mit euch aber von A wie Aprilia bis hin zu Y wie Yamaha mit euch durch. Aprilia bringt die neue RS 660 auf den Markt, ein Mittelklasse-Sportler für die Straße, ein rein Twin mit 100 PS und Euro 5. Aus meiner Sicht wurde es langsam echt mal Zeit, dass Aprilia da auch an Designanpassungen vornimmt. Richtig geil geworden. Ich warte nun schon sehnsüchtig auf die Toyota mit dem neuen Design, RIP Bankkonto. BMW Highlight bis jetzt, ich vermute, kommt auch nicht mehr, ist die M-Variante der 1000er R. Das absolute Superbike soll für den Rennsport-Einsatz optimiert sein und als Basis für die Superbike-WM dienen. 33.000 Euro soll das Schätzchen kosten, da muss man schon echt viel Geld haben oder sehr viel Leidenschaft. Zudem bekommen viele BMW-Modelle ein Facelift inklusive Euro 5 und die R18, die dieses Jahr schon vorgestellt wurde, bekommt eine tourige Variante dazu. Auch soll zum 40. Jubiläum eine GS mit gelb-schwarzen Hummerlook kommen. Alle Ducati-Neuheiten werden vom November bis Dezember vorgestellt, angefangen mit dem 4. November und der Vorstellung der neuen Multistrada Pro 4. Hier gleich für euch Termine zum Notieren. 11. November, 18., 25. und der 2. Dezember. Spekuliert wird von der Fachpresse, dass der Termin zur neuen Monster irgendwo da verteilt werden soll. Außerdem wurde schon die neue Scrambler 1100 Dark Pearls als neues Einstiegsmodell, das Abstandsradar und der neue V4 vorgestellt. Und keine Sorge, die Termine sind auch unten in der Videobeschreibung. Die neue Panamerica ist anscheinend in Italien für das Modelljahr 2021 vorbestellbar. So Infos von motorradonline.de. Marktstart ist für den Frühjahr 2021 angestrebt. Der Motor mit 1250 Kubik soll 145 PS und ein maximales Drehmoment von 122 Newtonmeter haben. Trotz Hoffnung in ein Hyper Naked, was letztes Jahr vorgestellt wurde auf der Eigner namens Bronx, passender Name, wie ich finde, wurde ist von dem Geschäftsführer, von dem neuen Geschäftsführer von der Liste für die Zukunft gestrichen. Leider sehr schade. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr geiles Bike gewesen, aber da hat Harley sicherlich zurzeit andere Probleme zu lösen. Fast alle Modelle haben das Update für Euro 5 und neue Farben bekommen, wo laut motorradonline.de am meisten die 500er, 650er, die CF 1000, Africa Twin profitieren werden. Die Chrome wird überarbeitet und bekommt einen neuen Namen spendiert. Die Fachpresse munkelt von einer Honda Rebel oder einer kleinen Africa Twin, die sich dazu gesellen sollen. Ich bin gespannt, was Honda da für uns vorhat. Vorstellungstermine konnte ich auf honda.de leider nicht für euch finden, aber lassen wir uns überraschen. Husqvarna bringt die Norden 901 in Serie und auch noch in 2021. Der genaue Zeitraum ist aber noch offen. Die FS450 wurde für das Modelljahr aktualisiert und die TE300i und die FE350 gibt es in einer Rockstar-Edition. Leider nur in limitierter Stückzahl. Bei Indien gibt es anscheinend keine großen Highlights. Hier fokussiert sich Indien auf die Produkte ein Sunstroke, Scout und Power Plus mit Updates, Tech-Upgrades und neuen Modellgenerationen, Sondermodellen etc. Den 23. November könnt ihr euch schon im Kalender eintragen für Kawasaki. Anscheinend soll es mindestens um 6 Neuheiten für 2021 gehen. Hier gehe ich nicht alle auf 6 ein, aber hier schon mal die ZX-10R als neue Basis für die Superbike-WM. Dazu soll sich ein Dual-Sports-Bike gesellen mit Gussfelgen und leichten Offroad-Einsatz, eine Sumo mit Speichenrädern, außerdem eine Adventure. So spekuliert man. KTM nimmt für die 98 Adventure und die Adventure R das Euro 5 Update vor. Adventure-Tauglichkeit mit 105 PS und 100 Newtonmeter.
Hinzu kommt eine auf 700 Exemplare limitierte Rallye-Variante. KTM plant auf die 650 XCF West 250 Troy Lee und eine Rallye-Replika als Sondermodell. Was Sumo-Fans freuen wird, eine neue 450 SMR. Leider nur für die Rennstrecke zugelassen. Sowohl bei MV Agusta als auch bei Suzuki steht nicht allzu viel an. Kleine Ausnahme, Suzuki GSX S750 bekommt neue Farbvarianten. Im Frühjahr 2021 kommt das Highlight von Triumph. Trident 660 soll das Teil heißen und auch für A2-Fahrer interessant sein. Ein Mittelklasse-Roadster, ein Dreizylinder, 81 PS, 51 Newtonmeter Drehmoment für 7.343 Euro. Ja, das macht es wirklich interessant. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Die ersten Bilder sehen auch schon top aus. Schönes Bike meiner Meinung nach. Die Fachpresse hat sich da auch schon stärker mit auseinandergesetzt. Aber da soll sich die Fachpresse drum schlagen. Den Schluss macht Yamaha mit einem wahrscheinlichen Update der MT10 auf Euro 5. Auch die MT09 bekommt das Upgrade zu Euro 5 inklusive mehr Hubraum, mehr PS und maximales Drehmoment. Das freut uns. Auch Bilder vom neuen Aussehen sind aufgetaucht. Zum Veröffentlichungszeitpunkt des Videos können neue Infos rausgekommen sein. Deswegen täuscht euch nicht, falls sich noch ein paar Sachen geändert haben. Natürlich gibt es dann noch ein Update, wenn alle Hersteller rausgebracht haben. Dann mache ich ein ganz großes Video, was nochmal alles umfasst hier auf diesem Kanal. Was erwartet ihr nächstes Jahr sehnsüchtig? Oder auf was habt ihr gehofft? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mega gespannt. Wenn du jetzt hier angekommen bist, gefällt dir sicher, was ich mache. Bleib auf dem Laufenden, indem du mich abonnierst. Inklusive Glocke. Klick, klick. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder um 18 Uhr. 18 Uhr, nächsten Sonntag. Reingehauen.